dass Leute, die in der Pflege aktiv sind, nach einer Zeit einfach aussteigen, weil sie es nicht mehr packen. Sie leiden am Burnout und sie hören einfach auf zu arbeiten. Und wir brauchen einfach, um den Menschen zu sehen, um menschenwürdig zu arbeiten, mehr Pflegepersonal, und zwar jetzt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Pflegenden selbst die Stimme haben und nicht irgendwelche Sesselfurzer, sage ich mal. Alle Parteien haben natürlich einen Sprecher, der jetzt zum Beispiel für die Pflege redet. Aber keiner hat hundertprozentig in der Pflege gearbeitet oder weiß, wie es ist. Wir haben ein Riesenproblem, dass wir zunehmend viele Pflegebedürftige bekommen. Dem stehen gar nicht so viele junge Menschen gegenüber. Und wir müssen jeden, der irgendwo auch Interesse hat, mit Menschen zu arbeiten und eigentlich auch einen tollen Beruf auszuüben, auch gewinnen für die Pflegeberufe. Es kann nicht sein, dass immer nur über die Pflege bestimmt wird, aber wir gar nicht zu Wort kommen. Wir sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und uns muss auch zugehört werden. Hier geht es um unsere Zukunft und wir müssen in diesem Beruf oder wir wollen in diesem Beruf noch lange arbeiten. Und ich denke, um unseren Beruf auf einen hohen Niveau weiter anbieten zu können, müssen wir eine Pflegekammer einrichten. Die Menschen entscheiden sich dafür, ihr Leben dafür zu investieren, andere Menschen zu pflegen. Und das sollte auch der Gesellschaft etwas wert sein.